Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Wir sind immer noch in Tankreihe 3 und müssen die irgendwie überstehen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hier am besten bewerkstelligen. Wir haben kaum noch Nebelschleier, ich mache uns lieber mal noch welche. Aber das sieht mir schon wieder ganz stark nach direkt zum Folgen statt Sterben aus. Wir könnten zwar jetzt prinzipiell hochspringen, aber dann kommt er. Wir sind einfach wieder zu spät dran. Jetzt wird bestimmt gleich der Nebel wieder aufhören. Komm schon, Nebel. Werf jetzt einfach mal ohne Ende, auch wenn es Verschwendung ist. Komm, und du läufst jetzt mal schnell rüber. Dankeschön. Na, springt schneller. Kommt. Noch ein Stück vorkämpfen, aber ich glaube, wir können hier hoch. Aber da kommt dann schon wieder das fliegende Vieh. Machen wir nicht. Spring erstmal ganz kurz hier rüber. Und lass meine Homies... Nein, nein! Okay, nur gefesselt. Immer wieder entfesseln, das geht. So. Oh, oh. Geh weg. Wir müssen mal ganz kurz warten. Ich würde natürlich gern noch schauen, was da oben ist. Wir lassen jetzt hier unsere Homeboys einfach mal im Dampf stehen. Dann sind sie sicher. Da unten ist noch ein Arbeiter. Den holen wir uns noch. Es dauert halt immer verdammt lange, bis die sich beruhigen. Aber vorher kann ich nicht hier rüber. Achso, ich muss einerseits eh das Ding hier noch drehen. Die Frage, wie weit er gucken kann. Weiter kommt er nicht, zum Glück. Dann dreh dich bitte um und wir machen einmal zurück, gucken, was oben ist und dann machen wir das Tor hier auf. Nein, spring hoch. Aber er hat uns zumindest schon mal nicht gehört. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, wo dieser fliegende Slick sich rumtreibt. Der kommt jetzt bestimmt hier hoch, ne? Ja. Gut, haben sich beruhigt. Kommt trotzdem noch vorbei. Es wäre cool, wenn man irgendwo eine Zeit sehen würde, wie lange der Nebel noch hält. Ja, das macht mir echt am meisten Sorgen. Der sich jetzt gleich wieder rumdreht. Ne, er dreht sich nicht rum. Aber ich kann... Achso, ich muss diesen machen. Das hören die wieder. Ja. Komm, renn einfach mit mir. Lauf! Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Haben sie jetzt wieder eingefesselt von mir. Aber ich kann zumindest nichts. Jemanden entfesseln. Naja, wir brauchen jetzt hier noch einen Nebel. Und machen schnell das Tor auf und dann haben wir es doch tatsächlich geschafft. Dreh schneller, Abe. Es geht hier um alles. Wir haben wieder Waschmittel, sehr gut, das können wir direkt mal einsetzen. Wir brauchen von diesem Nebelzeug halt echt viel, ne? Und wenn wir da einmal leer sind, dann haben wir eigentlich ganz stark verkackt, weil dann wüsste ich nicht, wie wir es schaffen sollten, hier durchzukommen. Aber es gibt zum Glück genügend Vorrat. Du kommst mit, jetzt gucken wir hier nochmal den Automaten. Gebräuflasche, kostenlos, für alle Arbeiter. Naja, wir sind doch Arbeiter. Beziehungsweise haben wir ein paar Arbeiter dabei. Das muss auch zählen. Das dauert halt auch immer Ewigkeiten, ne? So, wir haben wieder Nebel. Wir haben da unten ein Slick. Ich hab nicht gesehen, dass so ein Ding über mir ist. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur chanten, um mal ein bisschen zu gucken, was hier noch kommt. Wenn die jetzt eh einmal aufgeregt sind, dann geben wir gleich noch das Wartesignal. Dann müssten wir hoch, müssten ihn retten. Jetzt warten wir erstmal, bis er sich wieder rumdreht. Komm schon. Plötzlich nicht so blöde.
Danke. Ja, das hören die halt leider immer alles, ne? Was möchte man machen? Wäre auch sehr froh, wenn mal irgendwo in der Nähe ein Portal kommt. Bin ich hier immer noch aktiv? Ja, es wird nicht gelb, das Ding. Na. Ja, tut mir dann aber auch leid, ne? Also wenn sie selber nicht überleben wollen, dann... Ich meine, es hat nochmal geklappt, er ist nur gefesselt. Aber so doof muss man sich auch erstmal anstellen. Das ist halt trotzdem nur die Frage, was machen wir? Ich sag jetzt nochmal, warten. Es dauert halt tatsächlich immer länger, aber ich möchte auch nicht mehr so... Ja, so... Wie sagt man, so offensiv einfach irgendwo reinspringen und hoffen, dass es klappt, weil wir echt schon viele Tode haben. Na. Ihr habt's gesehen, ich bin genau an die Kante gesprungen. Also wirklich. Man hat's doch gesehen. Wenn er sich dann nicht festhält, dann tut's mir halt auch echt leid, aber... Ach Mist, das nervt mich ein bisschen. Wir kommen hier halt echt nicht so gut voran, wie ich mir das vorstelle, obwohl es nicht so schwer ist teilweise, aber einfach nur durch solche Aktionen dann, dass der Mudokon einen ganz anderen Weg läuft und deshalb entdeckt wird oder unser Charakter, der gute Abe, sich irgendwo nicht dran festhält, kommen halt immer so dumme Tode zustande. Ja, jetzt sind wir zum Beispiel hier hochgesprungen und er hat es nicht mitbekommen da unten. Gut, okay, das sehe ich noch ein, dass das eher meine Schuld war. Aber wie kommen wir hier weiter? Wir können eigentlich mit dem Mudokunst nur auf dieser Treppenstufe Dings da laufen, wo wir gerade sind. Weil unten ist noch einer, hier ist noch einer. Das heißt, ich könnte mir nur vorstellen, es irgendwie schaffen, jetzt hier dann hochzuspringen. Dann sehen wir allerdings nicht, was hier unten noch kommt. Schnell. Oh, die haben... Warum sehen die mich? War doch im Nebel, im Dampf, ihr Schweine. Ja, wir warten mal kurz, bis sie sich beruhigt haben. Und dann können wir es wirklich nur versuchen, hier auf die mittlere Stufe zu springen und irgendwie schnell durchzurennen. Weil ich sehe ansonsten nichts, was wir machen können. Chanten geht nicht. Und eigentlich haben wir mittlerweile überhaupt gar nichts anderes mehr, als zu chanten, um die zu erlegen. Weil Feuer und Gebräuflasche gibt's nicht mehr, also Gebräuflasche schon, aber Feuer gibt's nicht mehr. Und wenn hier noch so ein rotes Kügelchen schwebt, dann haben wir halt einfach gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Das waren doch aber nicht alle. Ja. Gut, einen haben wir verloren. Ja, wir verlieren gleich noch mehr. Wisst ihr, ich renne jetzt einfach hier durch. Ach, und das wäre nicht mehr der Weg gewesen, oder? Doch? Ja, doch. Trauen die sich das? Ich glaube, die trauen sich nicht, darunter zu springen. Aber ich möchte mich jetzt hier auch nicht noch 2 Stunden mit euch aufhalten. Dann bleiben die halt eben oben, so leid es mir tut. Eigentlich versuche ich schon... Hier wäre das Portal gewesen, natürlich. Wenn ich das auslöse, kommt... Ah, geil. Jetzt kommt er hier oben. Ja. Ah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Irgendwie stelle ich mich entweder zu doof an... Oder es ist doch sehr, sehr schwer. Vielleicht klappt es ja so. Wir uns jetzt hier einfach Stück für Stück durchschleichen.
Ich finde es schade, dass wir die im Dampf irgendwie nicht fesseln können oder irgendwie sowas in der Richtung. Eigentlich wäre das mal ziemlich geil gewesen. Ah ja, in dem Moment verschwindet natürlich der Nebel. Wie sollte es anders sein? Gut, Mudokunst, tut mir leid, aber ich kann euch nicht retten. Wir haben keinen Nebel mehr. Jetzt werden wir gleich entdeckt. Ich hoffe nicht, dass der... Hey, hey, jetzt kommt meine Mudokunst. Cool. Einer ist runtergefallen. Aber der ist ja selber dran schuld, ne? Der ist ganz normal gesprungen, oder? War einfach nur zu dumm. Ja, ich hoffe doch sehr, dass sich der Schwierigkeitsgrad hier nicht noch extremst erhöht. Weil sonst kommen wir hier gar nicht mehr weiter. So, Vogelportal. Naja, wir haben zumindest, weiß nicht, zwei oder drei waren es, die wir gerettet haben. Wie sieht es aktuell aus? Wir haben 10 Verluste, 9 Geflüchtete und nur 4 Verluste auf der Gegnerseite. Wir machen einmal hoch und haben Tankreihe 3 erfolgreich, naja, mehr oder weniger erfolgreich überstanden. Bahngleisbetankungsturm. Nein, wir sind immer noch in Tankreihe 3. Die Überwachungskameras sind mir mittlerweile die liebsten. Ja, die sind halt einfach easy. Wir können einfach gar nicht mehr irgendwo chanten, ne? Das ist halt, ja, ein bisschen schade. Hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Das hören die dann zum Beispiel wieder nicht. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. So. Dreh dich. Mein Nebel hört bestimmt gleich auf. So, das haben wir erfolgreich überstanden. So kann es gerne weitergehen. Und wir fahren zur nächsten Tankreihe. Und nochmal kurz, ne, hier drüben sind wir ja vorhin rausgekommen. Guck trotzdem nochmal, ob wir vielleicht was gefunden haben. Eine Batterie haben wir uns gekauft. Und das haben wir schon. Dann geht's weiter. Radio wieder an. Gelange zum Zug oben auf dem Betankungsturm. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. So wie dieses Level hier lief, die ganze Fat Station, bin ich da ehrlich nicht traurig drüber. Müssen wir mal schauen. Ich denke mal, hier wird es normal weitergehen. Also, könnt ihr mir das erklären? Liegt es wirklich an mir? Bin ich so schlecht in dem Spiel? Wie ist denn das passiert? Das ist doch ein Bug. Wenn ich mich hier dran stelle und springe, dann soll der hier runterkommen und nicht an dieser Stufe vorbeifliegen. Ach ja. So, euch beide gibt es. Was hatten wir als Quest? Gelange zum Zug oben auf dem Betankungsturm. Bahngleis links ist ja dort, wo wir gerade eben hergekommen sind. Aber wir haben hier noch einen, den wir retten können. Ein Checkpoint und auch nochmal einen Weg. Dann laufen wir doch erstmal hier drüben lang. Ich habe das nicht wahrgenommen. Also ich habe es zwar gesehen, aber ich dachte, das ist einfach so eine Hintergrundverschönerung. Wie weit komme ich denn vor? Das geht noch, wenn ich jetzt hier rüberspringe. Aber meine Kumpels kommen nicht mit, richtig? Richtig. Und dann retten wir die hier noch. Ah, jetzt. Hier ging es wohl auch noch hoch. Ah nein, das haben wir wahrscheinlich gerade mit dem Hebel aufgemacht. Alles klar. Ja, zumindest ist das geklärt.
Wir kriegen das schon hin. Ja, aber was möchtest du machen, ne? Gut, ich hätte die warten lassen können und dann draufdrücken mit kommt jetzt rüber. Denkt ihr, dass das so viel besser ist? Ich glaube irgendwie fast nicht. Jetzt hat's geklappt. Noch ein Checkpoint. Wir haben hier wieder so einen Sockel oder was auch immer. Hebel halten. Ziehe weiter an Hebeln, indem du X gedrückt hältst. Mach ich. So, okay, der Strom hört auf, sobald ich loslasse. Aber ja, was bringt's mir? Ich kann ja leider keinen von meinen Mudokons selber dazu bringen, da dran zu ziehen. Zumindest wüsste ich nicht, ob das geht. Da unten würde ich jetzt erstmal nicht lang, aber wir kommen wahrscheinlich nicht hier hoch. Hier kommt der Strom hin. Jetzt kommen die aber. Doch, die kommen hoch. Ist die Frage, aber wenn ich die jetzt hier warten lasse. Und unten an dem Hebel ziehe, bringt das ja auch nichts. Ich glaube, wir müssen wieder hier hoch. Müssen wir mal schauen. Jetzt müsste ich hier springen. Da ist nichts zum Festhalten. Ach, Mist. Ist aber auch schwer. So, ihr wartet jetzt mal alle fein. Läuft bei uns. Ihr wartet mal alle fein. Ja, es war schlechtes Timing, ich geb's zu. Wie soll man es denn aber auch schaffen? Wenn ich kann so springen, dann komme ich genau hier an. Da drüben hält er sich aber nicht fest. Und wenn ich versuche, wieder hochzuspringen, die Stufen gehen erst hier drüben, hier auf der Höhe anscheinend los. Aber wenn ich dann versuche, hochzuspringen, bin ich zu langsam. Jetzt hält er sich wieder nicht fest, warum auch immer. Ich bin genau dran gelandet. Ach, Mist. Tut mir leid, aber das Spiel regt mich gerade echt ein bisschen auf. Naja, das war zu spät. Ach, jetzt. Genau. Das ist natürlich der Weg, den wir hier gehen sollen. Ah, ich sag nichts dazu. Dann einmal hier lang. Wenn wir jetzt den Hebel ziehen, geht hoffentlich das Ding auf. Und meine Freunde kommen hier hinterher. Kommen die unteren jetzt auch? Kommt ihr? Vielen Dank. Einmal hoch und dann lasst uns hier hoffentlich mal ein Vogelportal finden, dass wir die loswerden. Das ist die Frage. Da oben wäre es sicherlich auch noch weitergegangen. Ich meine, wir haben einen Checkpoint hier. Ich gehe mal eben kurz alleine gucken, ob da was kommt. Aber nee, da ist ja Laser, da komme ich noch nicht durch. Okay. Jetzt läuft er nicht, obwohl ich gedrückt habe. Jetzt so. Ja, wir lassen auf jeden Fall unsere Freunde erstmal hier stehen und machen an der Stelle erstmal ein Folgenende. Es tut mir leid, wir sind die Folge schon wieder richtig schlecht vorangekommen. Aber ihr seht, teilweise ist es auch nicht meine Schuld. Teilweise auch schon, gebe ich zu. Aber ja, irgendwie werde ich nicht so ganz warm mit dem Spiel. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.